Hallo, hier Daxer mit dem Let's Play Half-Life 2 Part 4. Beim letzten Mal ging etwas mit dem, Teleporter ein bisschen schief. Ja, und daher, müssen wir uns hier durchgehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Alter, ich brauche... Genau, da habt ihr gesehen, Zeuge... Ja, am liebsten würde ich jetzt da nochmal rüber gehen, aber ist nicht. So. Zeug. Zeug ist immer gut. Hier haben wir nichts weiter. Also nochmal weiter. Oh. Gut, ich springe mich ja gerade ein bisschen mehr selbst, aber was soll's. Okay. Lauf wieder rüber. Durch. Und wieder ein Lambda-Zeichen. Das heißt, hier ist wieder und etwas. Supply. Oh, und viel Leben und Munition. Genauso wollen wir das doch haben. So. Wo geht's denn? Ja, ich weiß, ich stehe wie eine Salzsäule. Die will ich noch ein bisschen so hier niedermachen, denn... Ganz ehrlich, Munitionmangel werden wir so schnell nicht haben. Also Munitionsmangel. Whatever, gehen wir hier runter. Alter, komm her, mein Freund. Ich bleib mal auf der Seite hier. Lalala. Ah, du schon wieder. Und er war irgendwo da. So. So langsam klappt das doch hier alles. Und was haben wir hier? Oh, nochmal was für einen Anzug. Und dann können wir auch weiter hoch. Ach, hier ist noch niemand. Leben. Ich brauche ganz viel Leben. Leider ist es notwendig, denn ich passe irgendwie nicht auf mein Leben auf. 73. Ey, komm her! Hat doch geklappt. Und ich habe auch wieder Leben zurückbekommen. Ist das nicht schön? Ah. So, ja, wie gesagt, Munitionsmangel ist am Anfang überhaupt nicht. Daher verballere ich so viel ich kann. Munitionsmangel kommt natürlich erst später. Ah, das ist ja jetzt hier anders. Ich habe besser noch Black Mesa gespielt und da ist das System ja wie bei Half-Life 1 aufgebaut und da wird es einem erst noch anzeigt, das sei denn, ich habe hier irgendwie was ausgeschaltet oder so. Ja, hier geht's nicht weiter, dann muss ich hier wohl runter. Okay, gehen wir mal hier hin. Ach du Scheiße, von einer Seite kommen sie auch noch. Und die haben wir alle. So. So, wie gesagt, Munitionsmangel ist hier einfach nicht. Ich habe gerade sonst so viel verschossen und habe hier eigentlich die ganze Munition fast wieder drin. 72 hatten wir vorher auch schon fast. Ne, 80 sogar. Und jetzt sind wir... Oh, ich weiß gar nicht, was hier das Maximum ist. 200 oder so. So, ich weiß gar nicht, wie es hier war. Ich glaube, hier wurde Munition von Pistole und den Maschinengewehren nicht geteilt. Ob hier was ist? Eher nicht. Na gut, dann rennen wir hier mal durch und wir wollen ja auch hier nicht allzu viel herumspielen. Beziehungsweise spielen schon, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ich wollte eigentlich nicht aufs Boot. Und auch nicht irgendwie unter eine Kiste oder so. Oder in eine... Ah, diese Physik hier ist super geil. Okay. Und wieder hoch. Dann beeilen wir uns hier mal ein bisschen...
Und ja, weiter geht's. Mann! Die Sirenen sind wohl für dich, was? Gut, dass du bei uns bist. Du bist nicht der Erste, der hier durchkommt. Das ist Dr. Freeman. Die Tage der Combine sind gezählt. Ja, du, vielen Dank. Wir sind nur ein Spähposten auf der Flüchtlingsroute. Der Hauptposten ist gleich um die Ecke. Die kümmern sich dann richtig um dich. Der Worte hier kann dich ziemlich schnell zum Gehen bewegen. Echt? Vortigaunt, so hießen sie. Oder Vortigaunt, whatever. Oh, das ist ja nett. Vorsichtig jetzt. Wir dürfen keinesfalls bemerkt werden. Wenn der Ordnungsschutz dich hier erwischt, ist das schlecht für alle Flüchtlinge. Wir dienen dem gleichen Wunder. Auf einem niederen Schwierigkeitsgrad kann man natürlich mehr erleben, aber wir spielen ja auf schwer, daher natürlich weniger Energie für den Anzug. So, reagieren, ja, bla, Keks, alles muss den, also untergehen und was die Bevölkerung will, ist aber so egal. Egal. Ein Feuerchen und ein Ladebalken. Yay. Ich bin einen Meter von der Entfernung und verbrenne. Gut, egal, weiter geht's. Oh, warte mal, ich glaube, hier kann ich... Nein, ich kann nicht. Gar nicht vertrauenswürdig. Also wortwörtlich gar nicht vertrauenswürdig. Hey, ist hier irgendwas? Ah, nee. Wäre auch nur zu schön, um wahr zu sein. Da ist auch nichts. Also gehen wir weiter. Ja. Achtung. Okay. Der hat gefuttert. Bitte bestätigen Sie Ihren Bürgerstatus sofort bei der nächsten Schutzeinheit. Nö. Also, ich habe jetzt darauf geantwortet, was im Hintergrund gesagt wurde. Also, wenn man so ein bisschen darauf achtet, dann werdet ihr auch verstehen, was ich überhaupt hier manchmal so plappere. Und was? Du warst es. Naja, genaues Zielen ist hier was anderes. Hey, hier. Na, ist egal, wir können den auch von der anderen Seite hier treffen. Oh, ich kann... Licht aus. Was haben wir? Nein! Und hier können wir nochmal Leben nehmen. Station 12, bitte kommen. Das nehme ich jetzt noch nicht auf. Das hat seinen Sinn. Station! Station 8! Station 12 soll tot sein! Punktgenaue Angriffe auf alle Routenstationen! Achtung! Der Ordnungsschutz greift unterirdische Stationen an! Es kommen schon Flüchtlinge von Neu- und Umgebung hier an! Wir sollen... Station 8, hört ihr mich? Nein, Station 8 ist tot. Ist da jemand? Anscheinend nicht. Manschnitte gesichtet. Ich wiederhole, sie schicken Manschnitte hier runter. Und tschüss. Sag mal. Macht ihr alles aushalten. So. Achtung Anwohner. Nehmen wir doch das Ding hier. Sterilisieren, ja. Soweit ist es schon. Läuft alles ganz gut hier. Und wir holen dann... Was ist das? Darf ich mal? Ach du Scheiße, ich glaube, das Ding funktioniert nicht mehr. Oder ist das verbuggt? Es sieht jedenfalls komisch aus. Na gut, ich hol mir dann mal... Ich will hier runter! Ja, das Ding ist kaputt. Dann hol ich mir nochmal Leben und es geht weiter. So, ich renne hier jetzt mal durch. Yeah, und wir rennen ein bisschen schneller. Na gut. Oh,
Das war's schon wieder von der vierten Folge. Aber vorher schauen wir hier. Na, unser Versteck. Yay! Leben, was wir nicht brauchen. Das ist, ja, ganz nett. Dass ich mal hier wieder raus. Mensch. So, den können wir umgehen. Na gut. Aber wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Dies war's von der vierten Folge von Half-Life 3. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Euer Dark Saber. Bis dann.